Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe letzte Woche eine Animation hochgeladen. Ich habe einfach für dieses kurze Video irgendwie 3 Monate fast gebraucht. Dabei habe ich den Prozess dokumentiert. Und wegen den Spoiler würde ich das mal hier oben angucken, wenn du es nie gesehen hast, das Video. So, ich habe angefangen, The Alchemy of Story zu lesen. Das ist ein cooles Buch, was sozusagen darum geht, eben halt Story machen, so ein Zeug. Und jetzt mache ich gerade Writing Exercise 2. Ich habe hier auf dem Whiteboard habe ich ja so ein paar Story-Sachen aufgeschrieben, Story-Events. Dann habe ich die geordnet, das habe ich digital gemacht hier. Jetzt habe ich einmal das Bild von den Dingen gemacht und dann halt das ausgeschnitten und ein bisschen geordnet. Jetzt brauche ich die 7 Stitches. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich aus Versehen den Typen gelöscht habe. Da vorne ein Typ, der ist jetzt nicht mehr da. Das ist das erste Bild. Das ist das zweite Bild. Kurz zwischenabteil, ich habe jetzt ein Zeichen-Tablet hier eingeschlossen mal an Mac. Ich habe es jetzt gerade noch nicht installiert, ich kann jetzt mittlerweile gerade halt nicht zeichnen. Das Ding ist sowieso viel zu klein und unnötig, deswegen mache ich mit der Maus weiter so. So, das Storyboard ist jetzt wieder sozusagen am Ende angelangt. Muss ich weitermachen. Ich habe mir einfach alles in GIMP reingepackt schon. Aber nicht weitergemacht hier. Ich habe mir jetzt noch bei dem Zusammenpacken von der Story Mühe gegeben ein bisschen. Übrigens, kurzer Funfact. Ich hatte nämlich, um so einen Mentor-Helfer zu finden, ich habe einfach nicht das gefragt, ey, hau mal noch kurz einen Film raus. Dann hat der den Ranjit, Superhelden-Dings-Spion, meine ich, ne? Agent Ranjit rettet die Welt, hat er rausgehauen. Und deswegen kommen jetzt Ranjit ihm zur Hilfe. Der Bleistift hier ist ein bisschen stumpf mittlerweile schon. Kann man sehen, würde ich sagen. Das dauert so lange, ganz Bilder zu machen. Mittlerweile mache ich ja so, dass ich alles kopiere, einfach weil ich zu faul bin, das neu zu zeichnen. Deswegen gehe ich einfach jetzt die ganze Zeit hin, kopiere Sachen, schneide ein bisschen was raus, ne? Mache halt nur ein paar Sachen anders. Aber selbst das dauert trotzdem irgendwie ziemlich lange. 20 Minuten für ein Bild oder so. 20 mal 20. 400 durch 60. Das wäre ungefähr 6,6666. 6,6666 Stunden. So, Anfang März haben wir jetzt. Jetzt habe ich endlich das Storyboard fertig. Hier Seite war voll gewesen und habe ich halt einfach die Rückseite noch für den Rest genutzt. Es ist nicht mehr so viel hier. Da es ganz nice wäre, wenn ich nicht alle Charaktere sprechen würde, habe ich mal Niklas gefragt, ob der vielleicht Bock hat irgendwie. Auch mal, sag ich mal, zum Beispiel sich selber zu sprechen. Mal gucken, ob das geht heute. Was ist das da, was er in der Hand hat? Ein Blatt Papier. Warum hängt der die Nase in ein Blatt Papier an? Der locht das. Ich glaube, das geht. Was? Wieso hat der keinen Hals? Soll ich dem ein Stück von mir geben? Der hat einen Hals hier. Ja, so 2 Millimeter hoch. Oder? Wieso habe ich lange Haare? Das ist deine Mutter. Wer ist das? Das ist deine Mutter. Meine Mutter? Deine Mutter. Die sieht gar nicht aus wie meine Hände. Vor allem dieser Moment so. Hä? Du bist Niklas, nicht mehr alles andere, ja? Du bist alles andere. Ich bin alles andere. Okay. Ich habe ja hier so ein paar Stichpunkte von dem, was sie sagen, drauf. Und auch halt die Story sozusagen. Durch diese Bilder hier habe ich ja die Story eigentlich schon. Und dann hole ich einfach Niklas ran. Der kann jetzt seinen Charakter sprechen. Dann improvisieren wir einfach sozusagen so ein bisschen, was man da so genau sagt. Wieso rennt der Typ so laut, Alter? Ich bin Speedy Gonzales, das muss das sein. Okay. Okay, jetzt muss ich das Ding nur noch schneiden. Ich habe jetzt einmal die beiden Audiospuren von uns hier synchronisiert und zu einem zusammengefügten Clip gemacht. Das Zeug war kein Brauchstein, jetzt raus. Ich habe schon angefangen heute Morgen. Wir haben uns einfach so aufgenommen, dass wir das Handy genommen haben, halt falsch rum, weil das Mikrofon ist ja unten, und einfach reingesprochen haben so. Und damit man auch P oder sowas sagen kann, haben wir einfach eine Socke genommen, die darüber gestülpt. So als Popschuss halt. Okay, weil diese Behinderte mit so einer Socke in der Hand. Jetzt wird noch ein bisschen Musik hinzugefügt. Super Sache ist das, so. Und ich habe hier noch ein bisschen rumgezoomt, dass das ein bisschen mehr Bewegung im Bildern ist, weil es ja sonst nicht so viel FPS, sag ich mal. Ich habe jetzt den Song Show Me What I'm Looking For abgeschrieben und in GarageBand wieder reingepackt sozusagen. Damit kann ich theoretisch das Copyright umgehen, weil es ein Cover ist. Auf jeden Fall ist jetzt damit das Video komplett fertig geschnitten. Du hast eben noch gesehen, welches Album heute ist, ne? Jetzt hab ich Hunger. Ich geh was essen. Du kannst jetzt hier klicken, um Comedy-Videos zu sehen oder darunter für was anderes. Schönen guten Tag und viel Spaß dabei, das anzugucken. Das ist nämlich super Sachen, sind das. Super Sachen.